So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der Tag beginnt für den DAX etwas schwach, konnte sich aber an einer wichtigen Stelle fangen und das schauen wir gleich an. Schon gestern, eben nachbörslich, als die Amerikaner auch schwach waren, ging es genau runter auf 10.550 Punkten. Und dort prallte er erstmal bullisch ab und erreichte wieder ja, knapp die 10.600 Punkte Marke, wobei er eben heute nochmals schwach tendierte und diese Marke erneut verteidigt wurde. Also das ist jetzt hier eben eine Wochenunterstützung, das ist eine horizontale Unterstützung, eben abgeleitet aus gewissen Kursen, Market Profile und EMAs in den höheren Zeitebenen. Dieser Move ging ja komplett gut. Bislang habe ich jetzt hier noch keine neueren Kaufzonen ausgemacht. Ja, oberhalb dieser Marke kann es nochmal im Prinzip Richtung 10.000, ja, im Idealfall 10.650 Punkten gehen. Ausbruch über ja, 10.700 Punkten sehe ich im Moment nicht. Dafür sind eben die US-Märkte ja, nicht zu schwach, aber zeigen eben auch eben kein bullisches Verhalten. Hier muss ich erstmal auch diese Kerze noch bestätigen. In der Nacht im Future-Markt ja, konnte er sogar 60, 70 Punkte ansteigen, aber aktuell liegen wir hier in etwa wieder in dem Bereich auf den Schlusskursen. Also ist hier erstmal aber der reguläre Handel, wo jetzt ja die Kerze entstanden ist, ist ja noch weit entfernt. Allerdings muss man das hier definitiv im Kopf haben, dass hier der Dow Jones ja eher nicht einen Ausbruch wagt in den nächsten Tagen. Ein kleiner Rücklauf, ja. Genauso handhabt sich hier beim Nikkei. Der hat hier das Kursziel erreicht. Schauen wir auch kurz wieder zur Indikation, dann wieder zurück. Ja, hat hier die 17.000er Marke wieder nur temporär an einem Tag überschritten. Das war ja auch hier mal der Fall hier. Und aktuell gab es jetzt heute größere Verluste und so steht er jetzt eben bei 16.840 Punkten. Kurz nochmal einen Blick eben auf den Nasdaq. Hier ist ja die Indikation. Hier gab es dann den kompletten Rücklauf in der Nacht an diese ja, Verkaufsmarke. Und aktuell stehen wir wieder 15 Punkte darunter. Und hier trifft er auf den EMA im 4-Stunden-Chart. Allerdings dürfte der nicht ganz so aussagekräftig sein. Des Weiteren gab es noch gestern Euro, japanischen Yen. Da konnte hier der Pullback. Verlief nicht ganz wie gewünscht. Das Level hält er aber auf Tagesbasis, die 114.10. Der Stopp liegt dann noch leicht runter. Muss man aber natürlich sehen, dass eben hier diese Marke hält. In anderen Zeitebenen ist hier schon alles nach unten verlassen worden. Auch diese horizontale Unterstützung halt verletzt, aber allerdings eben auf Tagesbasis nicht. Hier ist es noch aktiv. Einen kurzen Blick auf die deutsche Lufthansa, die war ja gestern der Tagesgewinner und kann auch heute, jedenfalls temporär oder auch aktuell, über die 10-Euro-Marke wieder klettern. Hier gab es nochmal ein Update, nachdem hier auf fallende Kurse eben ausgegangen wurde und hier ein Rebound eben aber an der 69 stattfinden sollte. Mit dieser Kerze war dann eine neue Analyse fällig, wo es hieß, ja, einen schnellen Rücklauf über der ja, 6, über der 69 oder 89 wäre dringend nötig. Wenn man jetzt hier in den Tageschart schaut, ich
Ich bin mir jetzt nicht, ich glaube, hier kamen Zahlen raus, aber wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, aber eigentlich nur charttechnisch, aber ich habe den Wert jetzt nicht im Tageschart gehabt, war das natürlich hier eine ideale Umkehrkerze, die natürlich jetzt bestätigt wurde. Und wie gesagt, aktuell stehen wir sogar über 10 Euro. Hier dürfte es eben ab 10, ja, ich kann ja hier mal kurz auf die Indikation wechseln. Ja, hier stehen wir bei 10,30 und hier liegt eben der horizontale Widerstand. Auch der EMA 50 kommt hier ins Spiel. Hier dürften jetzt, sollte es nochmal einen Rücksetzer Richtung 9,70, also hier ein Gap Close folgen. Ja, könnte man spekulativ einsteigen. Dann kommen wir zum Silber. Konnte sich jetzt hier im Nachthandel leicht erholen. Wochenchart nur kurz. Also hier gibt es keine große Aussagekraft erstmal, weil wir erst Mitte der Woche handeln. Hier Tageschart. Die gestrige Kerze, wie erwähnt, ist natürlich komplett negativ. Hier konnten oder können jetzt die Bullen erstmal dagegen halten. Aber ist natürlich recht früh am Tag. Ob jetzt die, also bis die Tageskerze komplett negiert wird, müsste echt auch ein Tagesschlusskurs über dem EMA stattfinden. Dann wäre hier diese negative Tageskerze negiert. Im 4-Stunden-Chart kämpfte hier mit der Unterkante des Rainbows und im Stundenchart, ja, liegt er eben auch hier auf. Diese Unterstützungslinie bei 17,55 wurde wieder zurückerobert. Also im Moment kann man sagen, dass die Bullen dabei sind, die Tageskerze von gestern zu negieren, aber noch ist nichts sicher. Im Gold. Wenn man jetzt hier sieht, im Wochenchart sieht die Kerze komplett ähnlich aus. Hier konnte auch dagegen gehalten werden, nachdem es hier in der Nacht nochmal Kurse von kurzfristig unter 1250 gab und aktuell eben auch. Hier gleicht sich eigentlich wirklich das Bild dem anderen. Also Gold und Silber laufen jetzt hier von ihrer Art her komplett gleich. Im Tageschart kämpfte genauso mit der Unterkante. Also weiterhin würden wichtig die Tiefs vom Freitag verteidigt, aber sonst kann man hier kaum Aussagekraft treffen. Danke fürs Zuhören. Bis später dann.